Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Letztes Mal haben wir uns im Honeybean vergnügt. Ich glaube, das kann man so sagen. Und wir sind endlich bereit, um Corneos Festung zu stürmen. Dazu sind wir natürlich als Cloud oder als Claudette verkleidet. Aerith ist auch mit von der Partie und wir versuchen jetzt da ins Beläslig uns vorbeizuschmuggeln, aber schauen wir mal. Okay. Nice save. Okay, ja. Also ist ganz lustig. Ist natürlich, dieses Outfit gibt es nur jetzt natürlich. Das heißt, es gibt später keine Möglichkeit, dieses Outfit zurückzubekommen oder sich darin zu verkleiden. Genauso das gleiche gilt natürlich für Aerith. Das heißt, das sollte man sich jetzt genau merken. Das Lustige ist, hier liegt sogar noch Konfetti am Boden von vorher, wie Aerith ihren tollen Auftritt hatte hier. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir einfach in die Villa gehen und alles machen. Wenn ihr, wenn ihr immer noch nicht die Kampfberichte bei Chatley abgeschlossen habt, speziell den Kampfbericht mit dem Chocomoppel, dann wäre jetzt die Zeit dafür. Sonst ist es, glaube ich, 4 Kapitel lang nicht möglich, wieder Chatley quasi zu begegnen. Und das ist schon eine lange Zeit. No way. Here you are. Letters from Andrea Rodea and Madame M. That ought to do the trick, right? You serious? Is there a problem? I hope you know what you're in for. Oh, we'll be fine. If you say so. Come on. Okay. Also reingehen, es gibt, ich weiß nicht ganz genau warum, aber es gibt hier 3 große Flügeltüren, durch die man durch muss. Das wird später auch noch vorkommen. Second floor, at the very end of the walk. And don't go poking your nose in where it doesn't belong. Ja, es gibt hier einiges zu entdecken, aber momentan haben wir nicht die Freiheit, uns hier einfach zu bewegen. Das heißt, wir gehen einfach dorthin, wo sie uns gesagt haben, und zwar hier ins obere Stockwerk und in die letzte Tür am Balkon oder auf dieser Palisade hier. Ist eine Abstellkammer oder wie? What's that weird sweet smell? And why do I feel so dizzy? Gas. Come on. Die Szene kenne ich doch aus Star Wars Episode 1, oder? Aber dort geht das nicht so aus. Let's say we escort you to the parlor, so you can make yourself more comfortable. Let's get this show on the road. Where are you taking us? Come on now, Oopsie-daisy. Hey, that is a trick, asshole. The hell? You want to throw down the Corneo's girl? So if you leave a mark on him, you ain't getting off with a one. I know. Managed to wrangle some real lookers this time, though. Wenn ihr genau aufgepasst habt, einer der beiden, nämlich der mit der Lederjacke, den kennen wir schon. Oh, hallo Tifa! Tifa? Yes? You okay? Mhm. Good. Wait a minute. Cloud? Is that you? Oh my god, that makeup! And that dress! Nailed it. I know. Thank you. Moving on. Ist so gut. You good? Yeah, bit woozy, but I'll manage. Hey, Tifa. How you doing? Okay. Oh, right. I'm Aerith, a friend of Cloud's. We were worried and thought we'd come help you out. Thanks. Cut the chatter. We gotta leave. Huh? Right now. No. Not until I've got what I came for. What? So,
After we made it back to the slums, some guys came around asking all kinds of questions. So I did some digging. And found out they were Corneo's men. Right. They were interested in Avalanche. But I couldn't figure out why. So I thought I'd come and ask the man himself. Seriously? Thought if I could find a way in and get some one-on-one time, but then I realized I'd only be one of three candidates. And that if he didn't pick me, it would all be for nothing. Then your worries are over, aren't they? Because the other two candidates are right here, right? Right. So yeah, if we're all in on it, then nothing can go wrong. I guess not. You? Me? Cloud? Makes no difference who gets chosen, does it? I don't know, Aerith. It feels wrong getting you involved in all this. Don't even bother trying to talk her out of it. Aww, Cloud gets me. Took you long enough. Okay, also wie gesagt, wenn ihr aufgepasst habt, einer von Corneos Handlangern, den kennen wir schon aus Kapitel 3. Das war der Handlanger, den wir quasi vor Tiefers Bar gefunden haben. Aber wir wollen hier jetzt etwas anderes machen, und zwar zuerst mal hier die Box aufmachen oder die Kiste aufmachen. Ein Turbo-Eater. Und dann gibt es hier noch einen Automaten in Corneo-Form. Und wir können uns wieder eindecken mit Gegenständen. Hoppala. Und zusätzlich gibt es auch noch den Song Dawn of the Slums hier zu kaufen. Wollen wir natürlich auf jeden Fall machen. Now ladies, listen up. I'm sure you're still feeling a bit woozy, but tonight's audition's about to begin. Head out the door to the left and up the stairs. Come on, ladies, let's hustle. Na, bei der Einladung können wir doch nicht widerstehen, oder? Ein sehr toller Folter-Dungeon übrigens hier. Okay, keine Sorge, wir kehren hier irgendwann mal wieder zurück. Es bleibt nicht dabei. Oh, mein Handy. Falsche Richtung. Hier geht's rauf. Ich muss kurz mein Handy deaktivieren. Also nicht deaktivieren, aber auf lautlos schalten. Die stiegen rauf. Da gibt es eigentlich nichts zu finden. Das Einzige, was man macht, ist einfach raufgehen und die Tür öffnen. Okay, my beautiful ladies. Time to line up for the dawn. You look kind of familiar. We haven't met before, have we? Nee, du kennst uns nicht. Whatever. All right! Y'all good to go? Then let's do this thing. Introducing Walmart's most eligible bachelor, the one and only Don Corneo. Ladies? Very nice. Whichever one shall I pick? Oh. Shall I pick you? Or maybe you? Yeah. Today's bride-to-be is... Today's? And tomorrow's, or the day after's, if the Don takes a shine to you. Pathetic. Huh? Hey, which one of you said that? Was it you? Ooh, you got a mouth on you! I'm gonna enjoy breaking it in. Today's lucky lady is the Big Bone Girl. Still playing hard to get?
I can dig it. Oh, yeah. The leftovers are all yours. Yeah, okay. Okay, ladies. Y'all coming with me. Don't be shy, little kitten. Shimmy on over and give Daddy some sugar. No need to play coy. Nobody here but you and me. Oh, you're even cuter than I thought. Back off. Ooh! This kitten's got claws! I love it! What was that? Don't you worry, your pretty little head. Just a picture to preserve the moment. And to ensure you don't do anything inappropriate like say no. Asshole. Oh, praise me more! Hey, yo, fellas! We got guests, and y'all got first crack at entertaining them. Courtesy of the ever-generous Don Corneo himself. Never forget, the Don provides. Yeah. Corneo! So, ladies, ready to get to it? Yeah. I guess I'm good to go whenever. How about you, Tifa? Four guys between us. Okay, let's not keep Cloud waiting. Right. Wait. I know you. The Colosseum! What the hell? Get down! Don't you stupid! Wait! Good job, Eric. It was nothing compared to you. Andrea filled me in on the situation. I come bearing gifts with you. I'll do what I can to clean this up. Just finish the job. Thank you. Doppelagent! Okay. Das Wichtigste zuerst. Okay. Tifa ist zurück in der Party! Und wir wollen vorerst mal Ausrüstung ändern und Material ändern. Das heißt, wir haben noch keine neuen Waffen außer die Überschallfäuste und wir haben Rückwärtshaltung schon gelernt. Wir lassen sie deswegen auch an. Wir wechseln nur, ich schau mal kurz, Schutzweste, Meistergürtel, genau. Wir rüsten gleich mal den Meistergürtel aus, den wir in dem Fall gewonnen haben im Fitnessstudio, beim Kniebeugen machen, sorry, hat jetzt etwas gedauert, kommt gerade aus der Arbeit. Also Meistergürtel ist deswegen gut, weil er gibt plus 10% HP und die Stärke erhöht sich um 5% nicht um. Also genauso wie beim Kraftreif, nur bekommen wir 10% HP dazu geschenkt. Und bei Aerith bleibt die Schutzweste und dann haben wir Schwarzreif und Schwarzreif auch bei Tifa. Deswegen haben wir vorher auch einen dritten Schwarzreif gekauft. Das heißt, wir sollten für jeden unserer drei Charaktere jetzt einen Schwarzreif haben. Und jetzt schauen wir uns kurz die Materia an. Was geben wir hier rein? Ich glaube, da kommt Ifrit rein. Oder Chocomoppel, glaube ich, genau. Hier geben wir Chocomoppel rein. Ja. Einfach deswegen, weil es für Angriff am besten passt hier. Tifa wird nicht so oft zaubern, das heißt Chocobo und Mogre und Shiva sind jetzt nicht so wirklich toll für sie. Und Ifrit hat schon klar, das ist jetzt, wer von den beiden Ifrit und wer von den beiden Chocomoppel bekommt, ist jetzt nicht so extrem wichtig, würde ich sagen. So, Material Setup, Glut Amplifikation, Gebet, das bleibt. Wir wollen noch, bevor wir das weitermachen, Waffenmodifikationen, Aerith und den Magiestab überhaupt mal ausrüsten. Haben wir schon upgegradet. Der ist ja neu, da können wir diesen magischen Diener lernen. Den habe ich schon erklärt, wie der funktioniert ungefähr, aber im Kampf haben wir es noch nicht gesehen.
Das heißt, da wollen wir Gebet ausrüsten, effizientes Blocken geben wir hier rein. Wir werden effizientes Blocken später dann hauptsächlich bei Barrett verwenden, aber wir können sie jetzt schon mal anfangen zu leveln. Barriere, haben wir das unten hier? Nein. Das heißt, wir werden hier Barriere eingeben. Und unten gibt es natürlich TP-Boost, MP-Boost und Heilen. Shiva als Esper, natürlich Segler. Und bei Tifa wollen wir schauen, ob wir nichts upgraden können. Waffenmods, Tifa, Überschallfeister. Ich glaube, da müssten wir einen neuen Material-Slot nehmen können. Ich glaube, da hinten. Oh, ist er hier auch schon? Nein. Hier gibt es einen neuen Slot. Ich sehe ihn schon. Hier ist er. Den auf jeden Fall nehmen. Und sonst ist es jetzt nicht so wirklich extrem wichtig. Ihr könnt natürlich auf jeden Fall immer physische Attacke upgraden, wenn ihr die nötigen Waffenpunkte habt dafür. Wenn es nicht habt, ist es jetzt auch nicht das Ende der Welt. Also. So, damit haben wir genug Material Slots und können bei Tifa anfangen auszurüsten. Und zwar machen wir hier Glut. Am besten nehmen wir hier die zweite Glut, Elementar von Cloud, aber ich hole es mir gleich aus der Liste raus. Dann haben wir Meister der Gegenstände, weil Tifa wird sehr oft in naher Zukunft Gegenstände verwenden und das heißt, im Kampf bringt uns das etwas mehr dann. Dann haben wir Ausweich und Umschlag. Dann nehmen wir für die Zeit, wo wir Cloud noch nicht in der Party haben, Analyse mit. Chakra. Wo ist es? Und zwar das, was Cloud hatte, damit das so schnell wie möglich ganz nach oben kommt. Es wäre auch gar, wir werden später dann bei Cloud und bei Aerith Chakra mitnehmen, damit das zweite auch gelevelt wird. Aber jetzt mal haben wir Cloud noch nicht dabei. ATP-Kooperation, auch wichtig. Ich erkläre gleich Meister der Gegenstände und ATP-Kooperation genauer. Und Erstschlag. Das braucht Cloud momentan auch nicht. Gut, also Meister der Gegenstände. Im Kampf werden die Gegenstandseffekte von, die Effekte von Gegenständen um 30% erhöht. Das gilt sowohl für Schadenseffekte als auch für Tränke und so. Das heißt, das ist ganz gut. Und ATP-Kooperation, wenn man zwei gleiche ATP-Kommandos in Folge abgibt mit einem Charakter, dann lädt sich die ATP-Leiste von den anderen Charakteren um ein bisschen auf. Und nachdem Tifa versucht, immer so gut wie möglich Entfesseln zweimal zu machen, damit sie auf ihr Chi-Level 3 kommt, ist das bei ihr wahrscheinlich am besten aufgehoben. So, das war's schon mit dem Ausrüsten. Ich mach ganz kurz Pause, komm gleich wieder. Okay, und da sind wir zurück. In dem Fall ist jetzt Aerith die Anführerin. Man kann das auch wechseln, in dem Fall ist es nicht wirklich wichtig. Was wir allerdings machen wollen ist, hier rausgehen und bevor wir zum Zielmarker gehen, gehen wir zuerst mal runter in den in dieses Atrium hier. Kommt zum ersten Kampf und das erste, was wir machen wollen, ist schauen, ob wir die schon identifiziert haben. In dem Fall haben wir das schon, die kommen nämlich, das sind die gleichen Gegner wie im Kolosseum bei den Kämpfen. Was ist da los? Okay. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann wäre es natürlich jetzt die beste Zeit, das zu tun. In dem Fall will ich allerdings auf Tifa wechseln, zwei ATPs aufladen. Und dann einfach versuchen mit Hackentritten und was auch immer. Hier sehen wir auch schon die super tolle Angriffskombo von Tifa, wenn sie Chi-Level 3 erreicht hat. Es geht dann relativ schnell. Der Grund, warum wir hier unten her wollen, ist, hier gibt es noch eine versteckte Kiste. Und zwar hier hinten. Und da ist ein Accessoire drinnen, was wir gut brauchen können. Nämlich in dem Fall ist es der Zornesring. Der Zornesring bewirkt, also genauer gesagt, gibt es zwei verschiedene Zornzustände. Und zwar der, den Charaktere im Kampf erlangen können, wo sie mehr Schaden nehmen und mehr Schaden austeilen. Und der zweite Zornzustand ist, wo sie nur mehr Schaden nehmen und dafür aber ihre Limitleiste schneller aufladen. Den sieht man eher seltener, würde ich sagen. Während der erste ist, tritt bei Cloud immer auf in der Angriffskombo und kann man hier jetzt mit dem Accessoire auch direkt aus, quasi, wo ist er? Quasi direkt ausrüsten. Das heißt, man kann den Zornring ausrüsten und der Charakter bleibt ganzen Kampf quasi im Tobsuchtszustand oder Berserkerzustand. Und
teilt 30% mehr Schaden aus, nimmt aber dafür auch 30% mehr Schaden. Das kann in einigen Kämpfen ganz interessant sein, vor allem in Kämpfen, die kurz dauern und so, aber speziell Bosskämpfen ist das für den ersten Playthrough wahrscheinlich nicht anzuraten, weil es oft dazu führt, dass man einen Charakter quasi verliert. So, wir wollen jetzt mal schauen, was hier mit Don Corneo los ist. Aber davor gibt es noch einen kurzen Kampf. What are you doing here? Hier sehen wir auch die Angriffskombo von Tifa. Lässt sich super mit dem Ausweich und Umschlag kombinieren, wie wir gerade sehen. Speziell wenn wir auf Stufe 3 sind. Also auf G-Stufe 3. Und ansonsten immer Dreieck drücken, um einen Uppercut zu machen. Oder am besten die Angriffstaste lang halten, dann geht's auch. Und dann eben mit Hakentritt nachsetzen, das macht so viel Schaden mit Tifa gerade, dass es einfach ziemlich lächerlich ist, der Gegner hier. Oh, wir haben noch was vergessen. Ups, genau. Bevor wir, fast vergessen, bevor wir zu Don Corneo reingehen, sollten wir nochmal in den Raum gehen, wo wir eigentlich rausgekommen sind. Da gibt es genauso wie im Originalspiel, ich glaube, ich habe es im Let's Play vom Originalspiel auch vergessen, nämlich noch eine Kiste zu holen. Ganz unwichtig eigentlich. Da sind nämlich nur ein oder zwei Molotovs drinnen. Ja, hier gibt es noch eine Kiste. Genau, ein Molotov drin und dann gibt es noch etwas, was quasi neu im Remake ist, und zwar gehen wir trotzdem nicht zu Don Corneo, sondern gehen in den Raum, wo wir vorher Bekanntschaft mit diesem Schlafgas gemacht haben und suchen dort die Geheimtür und man findet die Geheimtür, indem man einfach hier zum Schrank geht, nach unten schaut und dann kann man runtergehen, hier die Stiegen, und da gibt es eine Kiste. Und in dieser Kiste gibt es ein neues Accessoire, das man sonst quasi nirgends bekommt. Das auch ganz okay ist. Nämlich einen wundersamen Kristall. In dem Fall macht er folgendes. So, genau hier. Reduziert die Effekte von Zustandsveränderungen, die durch den eigenen Charakter gewirkt werden. Das heißt, so Sachen wie Stopp, verlangsamen, vergiften, ich glaube Traurigkeit und Zorn genauso. Ich weiß, es müsste auch Tobsucht sein, das heißt, das ist ein Accessoire, das man nicht unbedingt Cloud geben sollte, wenn man mit Tobsucht arbeitet bei ihm, also mit Zorn oder Berserker, Buff, wie auch immer man das nennen will. So, und jetzt sind wir fertig, jetzt können wir endlich zum Don gehen und uns mal anschauen, was der zu sagen hat. Das Lustige ist, von den Schergen, die wir gerade erledigt haben, solltet ihr einige Gesichter kennengelernt haben jetzt schon in der Geschichte vorher. Die kommen nämlich im Kolosseum vor, die kommen in Kapitel 3 vor, bei der Schlägerbande, die uns vor Tifas Bar erwartet und so weiter und so fort. Don't stop, tell me what a bad boy I am. Yes, yes I am. Here I come, baby. Gut gekickt, Löwe. Hey, who the hell gave you permission to do that? One of you get in here and teach this bitch some manners. Sorry, but your boys had to learn some manners too. What the? Cloud, your clothes. Oh. So you're a man, huh? What are you three up to? We'll ask the questions. Like, why'd you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Nah. Huh? Don't know what you're talking about. Don't play dumb with me. Let's try again. Why did you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Spill the beans, or... I'll cut them off. All right, I'll talk.
Some guy with a gun for an arm. I was paid to find him. Paid by who? I can't tell you that. They'd hunt me down like a dog. Well, you better. Because if you don't, I'll rip them off. Uh-oh. It was the director of public security, Heidegger. It was Heidegger. Shinra. And what were they planning? Some things are better left unsaid, you know? See, I'm not so sure they are. Better keep talking. Or I'll smash them. All right, you got me. I could never say no to a sexy girl. Since Avalanche blew up two reactors, Shinra's decided they ought to stamp them out, home base and all. And I mean stamp out. By targeting the support pillar and blowing it up. The pillar? Did I stutter? The plate will come crashing down. It'll be Sector 6 all over again. I'm sure you've been there and seen the wreckage for yourself. So you know exactly what Sector 7's gonna look like. They wouldn't. Come on, guys. We gotta go. Before you do... No. Please, this won't take long. As everyone knows, villains only divulge their plans in a certain situation. But what is that situation? Und hier können wir uns aussuchen, was wir sagen, aber es hat keine Auswirkung darauf, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Wir können auch gar nichts sagen. Oh, I'm sorry. Time's up. The answer lies in the sewers. Okay, also Don Corneo ist sicher der lustigste Charakter im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Und er ist auch, das Interessante ist, er hat in Japanisch und in Deutsch hat er so eine Eigenheit in der Sprache, wo er immer Hohi sagt. Und das verliert er komplett auf Englisch, leider. Aber ich finde seinen Dialog auf Englisch auch ganz gut. The Turks are on top of it. Yes, there will be no delays. Please, Mr. President, I am asking you to reconsider. No, begging. The Sector 7 Undercity is home to more than 50,000. Director Twisty. At least let us issue a warning, sir. The stench of the director's cowardice fills the room yet again. Breathe. Progress requires sacrifice. Learn to live with it. Zumindest haben wir einen Verbündeten bei Shinra, oder zumindest jemand, der sich um die Leute im Slum sorgt. Wir sind jetzt in der Kanalisation und nicht nur stinkt's hier, sondern wir können uns jetzt auch aussuchen, wen wir zuerst aufwecken. Aber wir sollten auch unsere Ausrüstung überprüfen. Das alles und noch viel mehr sehen wir aber erst nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VII Remake. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.